Es war einmal vor langer Zeit, da spazierte eine unglaublich vertrauenswürdige Person durch einen verwunschenen Wald. Doch die Sonne neigte sich dem Horizont zu und die Dunkelheit brach über den Wald herein. Sie fühlte sich ein wenig ängstlich, als plötzlich ein Licht in der Ferne ihre Augen erhellte. Neugierig folgte sie dem Licht und fand ein malerisches Häuschen, das zu ihrem Glück einfach offen stand. Sie war erleichtert und trat in das absolut leere Haus. Das ist aber alles andere als gemütlich, dachte sie sich. Und das werden wir jetzt ändern. Wir werden das Häuschen jetzt nämlich einrichten, weil jeder Raum ist eine andere Disney-Figur. Und bevor wir uns dieser magischen Challenge stellen, möchte ich mich noch bei dem absolut perfekten Sponsor dieses Videos bedanken. Disney Dreamlight Valley. Egal wie alt ihr seid. Disney Dreamlight Valley ist wirklich das perfekte Spiel für alle, die nach einem Videospiel suchen, in dem man sich wirklich stundenlang verlieren kann. Wir tauchen ein in eine zauberhafte Welt voller spannender Abenteuer, Freundschaft und Magie. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mir das natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und ich habe mich direkt einer krassen Challenge gestellt. Wie schnell kann ich in Disney Dreamlight Valley reich werden? Und das ging tatsächlich erstaunlich gut. Und während mein Feld am Wachsen war, habe ich das wunderschöne Dreamlight Valley erforscht. Und es war wirklich super faszinierend, was man dort alles suchen, finden und entdecken kann. Man kann in diesem Spiel nicht nur sein Zuhause gestalten, sondern die komplette Welt. Kleiner Tipp, am besten spielt man das Spiel wirklich ganz entspannt mit der liebsten Kuscheldecke und dem liebsten Kuschelpartner. Aber wisst ihr, was mindestens so süß ist wie mein kleiner Olaf hier? Die ganzen tollen Disney- und Pixar-Charaktere, auf die man im Spiel trifft. Das ist wirklich mein absolutes Highlight. Seit der Veröffentlichung ist Disney Dreamlight Valley wirklich extrem gewachsen. Es gibt neue Charaktere, neue Quests, neue Funktionen. Und mittlerweile gibt es sogar einen Multiplayer-Modus. In der Zukunft wird es natürlich auch noch mehr Updates geben. Und es wird ganz bestimmt nicht langweilig. Also schaut jetzt gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Disney Dreamlight Valley. Und wir starten jetzt wie immer mit der Küche. Dafür habe ich euch auf Instagram nach euren Lieblings-Disney-Charakteren gefragt. Schreibt mir dazu gerne, wenn ihr bei Abstimmung oder Gewinnspielen teilnehmen wollt. Und wir haben jetzt hier unser Glücksrad. Ich habe aber nicht nur eure Lieblingscharaktere reingeschrieben, sondern auch den ein oder anderen unsympathischen Charakter. Wie viele unserer Zimmer werden wohl von bösen Charakteren eingenommen? Die Küche bekommt auf jeden Fall den Charakter Merida. Oh, das liebe ich sehr. Aber da stellt sich der ein oder andere sicher die Frage. Gehört Merida überhaupt zu Disney? Das Internet sagt auf jeden Fall ja. Und alles, was das Internet sagt, ist natürlich 100% richtig. Merida wohnt ja in den schottischen Highlands. Aber nicht nur das. Sie lebt halt einfach im 10. Jahrhundert. Bedeutet, Merida lebt im Mittelalter. Und damals gab es ganz bestimmt keine Elektrogeräte. Wie eine Mikrowelle. Oder einen Kühlschrank. Oh. Wobei der echt richtig schön wäre. Merken wir uns für eine andere Bau-Challenge. Aber gab es im Mittelalter eigentlich schon Theken? Ich glaube, reiche Leute wie Merida und ihre Familie haben Dinge eher auf Holztischen zubereitet. Oh mein Gott, und seht euch diesen Steinofen an. Der ist ja wirklich mehr als perfekt. Oh, und den haben wir auch noch in groß. Ist der vielleicht ein bisschen zu groß? Ich platziere ihn jetzt trotzdem mal. Den großen Tisch platzieren wir auf jeden Fall mal vor dem Fenster, weil mir der Tisch schon etwas zu schön ist. Ich finde aber leider keinen einzigen Tisch hier unten, der so richtig Mittelalter schreit. Diese Bar hier zum Beispiel. Die wäre wirklich perfekt. Und ja, ich weiß, die beiden Holztöne beißen sich jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, im Mittelalter hatte man ganz andere Probleme. Zum Beispiel kalte Steinböden und Steinwände. Und hier hätten wir auch noch so ausgestopfte Tierköpfe. Oh Gott, Leute, ich weiß, das ist super eklig. Das passt halt einfach so gut zu der Zeit. Und ich will echt nicht die Kindheit von uns allen zerstören. Aber ich glaube wirklich nicht, dass Merida nur auf Zielscheiben geschossen hat. Es waren halt einfach andere Zeiten. Und deswegen verkaufen wir jetzt auch die Lampen und platzieren dafür ganz viele Kerzen. Hier in der Ecke platzieren wir jetzt doch eine richtige Theke. Sims können ohne richtige Theke nämlich tatsächlich nicht kochen. Und da platzieren wir aber noch überall ganz viel Deko. Fässer. Eigentlich alles außer den Teppich. Aber wir können hier und da ein bisschen Stroh platzieren, damit der Boden nicht ganz so leer und kalt ist. Das hier benutzen wir als altes gezeichnetes Kochbuch. Und hier haben wir auch noch ein paar Kräuter. Aber dann würde ich tatsächlich sagen, das war's mit der Küche für Merida. Und wir machen einfach direkt weiter mit dem Wohnzimmer. Und das bekommt der Charakter Remy. Von Ratatouille natürlich. Aber warum fürs Wohnzimmer? Aber Leute, wisst ihr, was wir als allererstes platzieren? Das löchrige Loch in der Wand. Ist realistischer Mäusefamilie. Perfekt. Davon platzieren wir jetzt ganz viele. Überall im Raum. Damit sich Remy auch richtig fortbewegen kann. Ratatouille spielt ja in Frankreich. Also machen wir jetzt ein französisches Wohnzimmer. Aber irgendwie müssen wir da jetzt auch eine Küche reinbringen. Denn was wäre Remy ohne eine Küche? Vielleicht, wenn wir den hinteren Teil zu einer Kochbar-Ecke machen. Wir schnappen uns einfach mal eine edle Bar. Und dazu passende Theke. Darauf platzieren wir dann Gasplatten. Oder wir nehmen einfach direkt das hier. Da ist einfach alles direkt schon integriert. Und man hat wirklich mehr als genug Plätze für alle möglichen Pfannen und Töpfe. Daneben haben wir dann auch noch Platz für unseren superschönen Kühlschrank. Dann platzieren wir auch noch ein paar Regale. Und Küchenschränke. Absolut keine Ahnung, wie ein normal großer Mensch da hochkommt. Aber dafür haben wir ja Remy. Der flitzt da einfach hoch. Und dann fehlen uns eigentlich nur noch schicke französische Wohnzimmermöbel. Dieses Sofa hier zum Beispiel. Und das hier sieht zwar aus wie ein Bild, ist aber eigentlich ein Fernseher. Und in diesem Raum können wir zum Glück jetzt auch einen Teppich platzieren. Oh, Freunde, ich bin wieder im Himmel. Aber ich glaube, ich ändere auch noch schnell den Boden in der Küche. Hier. Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich absolut perfekt. Das sind wirklich 1:1 die Fliesen aus dem Film. Hier unterm Fernseher hat auch noch eine schöne Konsole Platz. Zwischen den beiden Mäuselöchern. Aber dann würde ich sagen, das
war's mit dem Wohnzimmer für unseren Chefkoch Remy. Und wir machen direkt weiter mit dem Badezimmer. Und das Badezimmer bekommt Pinocchio. Oh, interessant. Das heißt aber definitiv, dass alle Möbel aus Holz sein müssen. Hier haben wir auch direkt eine Toilette aus Holz. Ist halt ein Plumpsklo. Oh, aber aller Liebe, aber... Hä? Aber ist das wirklich das einzige Klo, das aus Holz besteht? Offensichtlich ja. Ja gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Aber es sieht halt wirklich so aus, als hätte man es selber in der Werkstatt hergestellt. Also passt es eigentlich schon perfekt hier rein. Und apropos Werkstatt, wir schnappen uns auch noch das Werkzeugregal. Und natürlich brauchen wir auch den Schreinertisch. Und Freunde, ich glaube es fast gar nicht. Aber wir haben nicht nur eine Dusche. Nicht zwei Duschen. Nicht drei. Nein, wir haben ganze vier Duschen aus Holz. Haben wir ja wirklich die Qual der Wahl. Am besten zum Klo passt eigentlich diese Badewanne hier. Aber haben wir dafür überhaupt genug Platz? Und habt ihr eigentlich schon das Video geliked? Ja? Ach, Freunde. Ihr wisst doch, wir haben kurze Beine oder lange Nasen. Und die Sachen haben tatsächlich alle Platz im Raum. Sieht halt ein bisschen wild aus. Aber ganz ehrlich, habt ihr mal eine ordentliche Werkstatt gesehen? Wir schnappen uns dann aber auch noch einen Holzboden. Und die passende Holzwand dazu. Und jetzt packe ich meine handwerklichen Fähigkeiten aus. Ich möchte nämlich in dieser Schreinerbank hier ein Waschbecken platzieren. Oh je, Leute, ich glaube, das wird schwierig. Ich kann das Waschbecken nämlich zwar nach oben verschieben. Aber ich glaube nicht, dass mein Sim das dann noch benutzen kann. Nein. Oh. Aber wir behaupten einfach, dass das Waschbecken funktioniert. Was die Wahrheit ist, muss in diesem Raum natürlich wirklich niemand wissen. Und es sieht halt echt richtig cool aus. Dann platzieren wir noch einen selbstgeschnitzten Holzspiegel. Dinge, die man im Bad halt so braucht. Und eine Puppe. Welche Puppe sieht am ehesten aus wie Pinocchio? Oder besser gesagt, welche ist aus Holz? Keine einzige. Ernsthaft? Aber Hauptsache, wir können einfach so Köpfe platzieren. Ah, Freunde, aber Puppen sind allgemein super creepy. Deswegen schnappen wir uns jetzt Puppe Kevin und nennen ihn einfach Puppe Pinocchio Modern. Machen ihn größer und platzieren ihn dann hier in der Ecke. So hat er nämlich die beste Sicht aufs Klo. Und wir machen direkt weiter mit dem Esszimmer. Und das bekommt Nala. Ah, versteht mich nicht falsch, Freunde. Nala und König der Löwen sind natürlich ganz große Liebe. Aber nicht fürs Esszimmer. Nein, Freunde. Ich muss schon wieder die Kindheit von uns allen zerstören. Ihr wisst schon, wie Löwen ihr Essen essen. Definitiv nicht am Esstisch. Und schon gar nicht mit Manieren. Wir starten einfach mal mit dem Boden. Drücken auf draußen. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal Sand. Auf den Sand packen wir eine Plattform. Das soll halt einen Hügel darstellen. Ja, Freunde, noch brauchen wir eine Menge Fantasie. Aber das wird schon noch. Wir platzieren hier jetzt nämlich überall auch noch Gras. Um genau zu sein, hohes, trockenes Gras. Das verteilen wir wirklich im ganzen Raum. Wow, was für ein schönes Esszimmer. Sieht die Wand aus wie bei einem Sonnenuntergang? Bitte, Freunde, sagt einfach ja. Ich platziere dann auch noch ein paar Steine als Felsen. Da liegen Löwen ja sehr gerne drauf. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine einzige Sache. Eine Sache, für die wir alle nicht bereit sind. Dafür gehen wir jetzt nämlich auf Deko. Und auf Teppiche. Etwas, das mich normalerweise sehr, sehr glücklich machen würde. Aber nicht in diesem Raum, Freunde. Nicht in diesem Raum. Wir brauchen jetzt nämlich eine ganz große Portion Ketchup. Und weil ich nicht länger drüber nachdenken will, machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem Schlafzimmer. Und das bekommt Cruella de Vil. Einfach die Böse von 101 Dalmatiner. Und damit ist sie auch der erste böse Charakter in unserem Haus. Cruella ist ja bekanntlich sehr reich und edel. Also bekommt sie jetzt auch ein absolutes Luxusschlafzimmer. Ihre Farben sind rot, schwarz und weiß. Und die Wandfarbe finde ich schon mal nicht schlecht. Aber das geht sicher noch luxuriöser. Oder haben wir vielleicht irgendwas mit Punkten? Nee, aber die Wand hier finde ich richtig gut. Dazu bekommt sie einen schwarzen Fliesenboden. Er ist genauso kalt wie ihr Herz. Und jetzt brauchen wir noch ein richtig krasses Bett. Das hier. Oh. Der Raum ist ja richtig klein, merke ich gerade. Und haben wir das Bett vielleicht mit Dalmatinermuster? Nee. Ja gut, aber das hier ist auch nicht schlecht. Auf dem Boden platzieren wir natürlich echtes Fell. Sehen wir natürlich absolut dagegen, gar keine Frage. Aber für sie passt es halt leider perfekt. Und Freunde, das Bett wäre halt so viel besser, wenn es in der Mitte stehen würde. Deswegen entfernen wir jetzt einfach die Wand hier vorne. Dafür hat das Geld dann halt nicht mehr gereicht. Aber dafür für richtig krasse Säulen hier ringsherum. Und dann gehen wir auch noch in die Galerie. Und suchen Dalmatiner-Sachen. Hier zum Beispiel ein Dalmatiner-Teppich. Den platzieren wir natürlich direkt. Und hier haben wir auch noch ein Dalmatiner-Hundebett. Das platzieren wir jetzt einfach auf ihrem Bett. Ist auch überhaupt gar nicht unheimlich, nee. Hier haben wir auch noch Dalmatiner-Bücherregale. Die nehmen wir jetzt einfach links und rechts als Nachtschränke. Und dann fehlt nur noch eine Sache. Ein ganz großer Dalmatiner. Und kann mir jemand erklären, warum die so unheimlich sind bei Sims 4? Aber ich beschwere mich nicht. Es passt dann einfach zu Cruella. Und damit sind wir beim allerletzten Zimmer. Und dafür gehen wir jetzt in den zweiten Stock. Und hier haben wir das letzte komplett runde Kinderzimmer. Oh Leute, das wird jetzt eine Challenge. Und das bekommt die sieben Zwerge? Im Ernst jetzt? Wie soll ich da bitte sieben Leute reinbringen? Wir gehen einfach mal auf
auf die Betten. Uns bleibt ja eh nichts anderes übrig, als die Stockbetten zu benutzen. Aber das geht sich doch niemals aus. Ich meine, so haben wir wenigstens 6 Betten. Aber wie das aussieht. Nee, Leute, das geht nicht. Okay, wir versuchen es mit kleineren Betten. Oh mein Gott, aber ich glaube, selbst das geht sich nicht aus. Ey, sind wir hier noch bei Sims 4 oder spielen wir hier plötzlich Tetris? Ich glaube, am besten für den Raum wäre jetzt wirklich eine riesengroße Matratze.